Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch, wirklich kritisch. Fellner live. Ja, bei uns jetzt zum Start des heutigen Fellner live der Mann, der jetzt einigermaßen auf den Tisch haut in dieser so berührenden und bedrückenden Attentatsgeschichte von Wien, FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl, der natürlich auch sehr viel Insiderwissen hat, weil er ja selber Innenminister war. Herr Kickl, wir haben ein paar Interviews geführt und auch Off-the-Records-Gespräche gehabt. Was passiert, wenn es mal wirklich einen Terroranschlag gibt, gerade als Sie das Amt übernommen haben? Ihre Meinung war, Gott bewahre, ja. Wenn Sie sich das jetzt anschauen, diese Kette an Fehlern, dieses totale Fehlverhalten in Ihrem ehemaligen Ministerium, hätte Ihnen das auch passieren können? Also zunächst einmal gehöre ich nicht zu denjenigen, die sich zu Aussagen versteigen, wie dass ein Sicherheitsapparat jedweden Anschlag verhindern kann. Ich glaube, das ist vermessen, das ist überheblich und das hat auch nichts mit der Realität zu tun. Ich war deswegen auch einigermaßen verwundert, als vor gar nicht allzu langer Zeit die jetzige Ministerin im Bundeskanzleramt und meine damalige Staatssekretärin, die Frau Edtstadler, angesichts eines Anschlags in Halle, eines blutigen Anschlages dort gesagt hat, dass so etwas in Österreich nicht passieren könnte. Das ist Unsinn. Aber dieser Fall ist deswegen so besonders dramatisch und mir tut es deswegen auch so weh, weil das einer der wenigen Fälle ist, wo man wirklich sagen kann, dass er verhindert werden hätte können, ja, dass er verhindert werden hätte müssen. Denn diese Ansammlung von Versagen im System, ja, da muss man sagen, die ist eigentlich unentschuldbar und das sind die Dinge, die jetzt auch feststehen. Es gibt ein ganz, ganz klares Versagen im Innenministerium und es gibt einen ganz, ganz klaren Verantwortlichen dafür, nicht persönlich. Ja, das hat ja nichts mit der Person Karl Nehammer zu tun, sondern das hat mit seiner politischen Funktion zu tun, an der Spitze eines Ressorts. Und ich weiß nicht mehr, wann oder zu welchem Zeitpunkt dann überhaupt noch eine politische Verantwortung schlagend werden soll, wenn nicht dann, wenn vier Menschen durch ein ganz offenkundiges Behördenversagen ihr Leben verlieren, wenn über 20 Menschen zum Teil schwer verletzt werden. Und wenn man ja noch von Glück sprechen muss, das muss man ja noch dazu sagen, dass nicht viel, viel mehr passiert ist. Da hat man ja Polizisten ins Feuer geschickt, obwohl man vorher jemanden aus dem Verkehr ziehen hätte müssen. Der müsste hinter Schloss und Riegel sitzen und hätte gar niemanden mehr in dieser Republik gefährden können. Und das ist das, was mich so fassungslos macht. Und wenn wir nicht hergegangen wären und gesagt hätten, es gibt dieses Papier aus der Slowakei. Gott sei Dank waren die slowakischen Behörden so aufmerksam, haben sofort reagiert, haben die österreichischen Behörden informiert. Achtung, da ist einer, der will Munition kaufen, nicht irgendwas, sondern für ein Sturmgewehr. Schaut nach, wer das ist. Ja? Wenn wir das nicht der Öffentlichkeit bekannt gemacht hätten, dann hätten Nehammer und sein Generaldirektor für öffentliche Sicherheit der österreichischen Bevölkerung eine ganz, ganz andere Geschichte aufgetan. Und ich glaube, dass das auch absolut verwerflich ist, hier mit Fehlinformation, Missinformation und einfach mit Lügengeschichten an die Öffentlichkeit zu gehen. Herr Kickl, bevor wir zu Ihren politischen Forderungen für die Zukunft kommen, die sicher auch sehr spannend und wichtig sind, zunächst einmal die Kette der Fehler. Die Geschichte beginnt ja noch in Ihrer Amtszeit, im letzten Monat Ihrer Amtszeit, als diese zwei Burschen, wie immer man sie nennen will, vor einem Wiener Richter gestanden sind. Das war April 2019, wenn ich richtig informiert bin, und zu 22 Monaten Haft verurteilt wurden. Darf ich Sie fragen, wussten Sie von diesem Vorfall, wussten Sie von den beiden Tätern? Ist Ihnen berichtet worden, dass da zwei IS-Gangster, wenn man das so sagen darf, in die Türkei gereist sind und zum IS wollten, nein, und dass die zurückgeschoben werden? Also Herr Fellner, nein, aber was der entscheidende Punkt ist, weil man hier immer wieder versucht, eine Verantwortung auch in meiner Ära festzumachen. Nein, ich sag's nur, ob sie die Causa kennen. Weil das diese Nebelgranaten sind, mit denen die ÖVP hier immer wieder versucht, vom eigenen Versagen abzulenken. Tatsache ist, dass in meiner Ära als Innenminister
Minister, dieser spätere Attentäter der Justiz zugeführt wurde. Das ist die Tatsache. Ja? Dann ist er vor Gericht gestellt worden. War Ihnen die Causa bekannt? Diese Causa als solches ist mir nicht bekannt gewesen. Man muss aber dann auch dazu sagen, wie Sie gesagt haben, das war dann auch schon am Ende. Es war das letzte Monat Ihrer Amtszeit und es war erst die Gerichtsverhandlung. Ich frage nur deshalb, weil die Causa ja eigentlich mit einem Schritt begonnen hat, der eigentlich so war, dass Sie politisch aufschreien würden als FPÖ-Chef. Nämlich da ist ein junger Mann, der zwei Staatsbürgerschaften besitzt, nordmazedonisch und österreichisch, wird von den türkischen Behörden zurückgeschoben. Und Sie haben immer gesagt, in so einem Fall gehört ihm die österreichische Staatsbürgerschaft aberkannt und er gehört abgeschoben. Frage, warum ist das damals nicht passiert, Ihrer Meinung nach? Also ich habe ja dann versucht, nachdem ich im System etliche Missstände festgestellt habe, nachdem ich gesehen habe, wir haben die Problematik, dass wir diese Leute zurückbekommen, aufgrund von internationalen Vereinbarungen, habe ich dann versucht, als Minister auch auf internationaler Ebene einen Prozess in Gang zu setzen, der dazu führt, dass wir diese internationalen Verpflichtungen hinterfragen. Und Sie können sich daran erinnern, ich hatte damals einen Auftritt im Report, wo ich gesagt habe, dass das Recht der Politik zu folgen hat, was einen riesigen Aufschrei nach sich gezogen hat. Aber es ist genau darum gegangen, Dinge, wo wir über Regeln stolpern, die für ganz andere Dinge gemacht sind, abzustellen und diese Leute ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Das heißt, ich habe dafür gekämpft, dass diese Leute die Staatsbürgerschaft verlieren, unabhängig davon, ob sie dann ohne Staatsbürgerschaft dastehen. Das ist mir ja völlig wurscht. Genau. Jemand, der sich dafür entschieden hat, der hat das Recht auf jede Staatsbürgerschaft verwirkt. So, das war mein politischer Kampf und jetzt kann ich Ihnen sagen, ich hatte da eigentlich keinen einzigen Verbündeten. Die Linken waren die Ersten, die über mich hergefallen sind. Das war die SPÖ, damals auch die Liste Bilds im Parlament, die NEOS ohnehin. Aber ich hatte natürlich auch Gegner in der eigenen Koalition, denn das war die ÖVP, die ja nur nicht anstreifen will, wenn es darum geht, genau diese Dinge, die ins Grundsätzliche hineingehen, zu hinterfragen. Und da ist die Staatsbürgerschaft das eine. Und das zweite ist die Frage, nehmen wir diese Leute überhaupt zurück? Und auch dort habe ich versucht, international etwas auf den Weg zu bringen, dass wir die Tribunale in den Gegenden, wo diese Leute gewütet haben, auch entsprechend durchführen, dass wir sie dort ihrer gerechten Strafe zuführen und diese Leute nicht mehr ins Land lassen. Dort war es das gleiche Theater, und ehrlich gesagt, man kommt sich ja schon gefrotzelt vor, wenn der Herr Kurz jetzt zum Herrn Macron fährt, dann bespricht man den großen Kampf gegen den Terror und gleichzeitig am selben Tag gehen die Experten der Europäischen Union her und sagen, das Erste, was wir jetzt tun müssen, ist die Foreign Fighters, diese IS-Kämpfer, alle nach Europa holen, damit sie unter Menschenrechtsstandards ihrer gerechten Strafe zugefügt werden. Das zeigt ja, dass das alles nicht glaubwürdig ist und dass diese ganze Politik von Hilflosigkeit geprägt ist. Wir werden grundsätzlich umdenken müssen. Ich habe keine Lust, dass die einen Beitrag dazu zu leisten, dass Menschenrechte diejenigen schützen, die sich permanent an den Menschenrechten vergreifen und dazu bereit sind, in jeder Skrupellosigkeit auf unschuldige Opfer loszugehen. Ich wollte nur wissen, Herr Kickl, auch Sie sind damals von Ihrem BVD nicht informiert worden, also, dass da zwei Typen aus der Türkei zurückkommen, die man eigentlich abschieben müsste. Also wenn ich Ihnen erzähle, worüber mich das BVD informiert hat, dann wird es Ihnen wahrscheinlich schlecht werden, aber ich tue das nicht, weil sonst heißt es wieder, man plaudert irgendetwas aber aus, was aus internen Bereichen ist. Aber ist eigentlich eine Sauerei, weil eigentlich hätte man Sie informieren müssen, nicht? Also, dass zwei Typen aus der Türkei zurückkommen, die man abschieben könnte. Zum Thema Information sage ich Ihnen eines. Sie wissen, dass wir im Zuge des Reformprozesses des BVDs, den nicht der Herr Nehammer eingeleitet hat, den nicht der Herr Beschorn eingeleitet hat, sondern den wir eingeleitet haben, bereits Ende Mai 2018, weil wir sehr, sehr schnell gesehen haben, dass das auf gut Deutsch ein Softladen ist dort. Mhm. Und zwar nicht, weil dort so viele schlechte Beamte sind, sondern deswegen, weil es eine verpolitisierte Führung gibt und dort sitzen die Flaschen. Das ist der entscheidende Punkt. Aber dass man dort etwas tun muss. Ich sage es nur deswegen dazu, weil da vieles durcheinander gebracht wird. Der Prozess war so terminisiert, dass er fertig gewesen wäre mit 1.7.2019. So, ab diesem Zeitpunkt könnten wir ein funktionierendes BVD haben, wo genau die Punkte
über die jetzt wieder diskutiert wird, enthalten waren. Ich habe gesagt, wir brauchen auf Expertenmeinung gestützt. Wir brauchen eine bessere Vorfeldbeobachtung. Das heißt, wir müssen wissen, was sich tut. Ich war ja erstaunt, als ich vernommen habe, dass wir in den Moscheen zum Beispiel im Bereich des politischen Islam ja taub und blind gewesen sind. Ja. Wir brauchen verstärkte Observationsmöglichkeiten. Ja. Wir brauchen dafür mehr Personal. Ja. Ja, alles das hat dazu geführt, dass mich die Linken sozusagen dafür an den Pranger gestellt haben, dass ich da irgendeinen super Geheimdienst aufbauen will, der nur für die FPÖ arbeitet, was absurd gewesen ist. Und die ÖVP hat nur Angst gehabt, dass sich dort irgendwo zwei Abteilungen verschieben, dass vielleicht eine Position mehr ausgeschrieben werden muss. Aber also da ist nur quergetrieben worden. Und jetzt genau, zur Information. Genau. Und ich habe mir dort auch einen deutschen Experten geholt und der war erstaunt, weil er gesagt hat, das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, dass Ihr BVD-Direktor nicht jeden Tag, jeden zweiten Tag mit einem entsprechenden Rapport vor Ihnen steht und Ihnen berichtet, was los ist. Ich habe den Herrn Griedling, glaube ich, 4 oder 5 Mal gesehen in meiner ganzen Amtszeit. Aber das ist ja der Herr Griedling, den alle in den Himmel gelobt haben, ja, als haben den Sie besten BVD-Direktor aller Zeiten. Ich meine, fest steht, dass ja unter Ihnen dieses BVD in der Terrorüberwachung offenbar schon komplett versagt hat. Wahrscheinlich mit der Grund, warum Sie dort so hineingefahren sind. Weil man hätte natürlich diese Moscheen überwachen müssen. Sie selber haben ja gegen diese Moscheen gekämpft. Sie haben ja die eine oder andere sogar geschlossen. Ich glaube, eine in Graz unter anderem, wenn ich richtig informiert bin. Ne? Herr Fellner. Und man hätte diese zwei Moscheen natürlich gegen die gleich vorgehen müssen, wo die zwei radikalisiert wurden. Man hätte gegen die Terrorprediger vorgehen müssen. Das wollten sie ja auch, Fellner, oder haben sie teilweise. Gehen wir es einfach einmal chronologisch. Aber nutzt nichts bei Gehen wir es chronologisch an. Bitte. Ich bin Anfang des Jahres 2018 ins Amt gekommen. Mhm. Ich habe bereits Ende Mai 2018 diesen Reformauftrag des BVD in die Wege geleitet. Weil Sie gesehen haben, dieser Terrorismusüberwachungsverein ist unfähig. Weil sich insgesamt auch noch verstärkt, auch im Zuge der Erkenntnisse infolge der Hausdurchsuchung gezeigt hat, dass das in Wahrheit ein Saftladen ist, wo es drunter und drüber geht, sage ich jetzt einmal. Also etwas, wo Nachrichtendienst draufsteht und wo Nachrichtendienst nicht einmal ansatzweise drinnen ist. Das war der Grund. Und wir haben Ihnen war klar, dass das gefährlich werden kann. Ich habe gehofft, dass nichts passiert in diesem Land, logischerweise, weil bei mir hätte ja niemand eine Sekunde gezögert. Da hätte ja nur irgendjemand, sage ich einmal, ein Attentat ankündigen müssen, dann hätte man den Kopf des Innenministers gefordert. Ja. Und so haben wir diesen Prozess auf den Weg gebracht, mit dem ganz klaren Ziel. Erstens einmal Beheben der vorhandenen Defizite, betrifft den breiten Bereich der Datensicherheit, da ist viel darüber gesprochen worden, das wissen Sie auch, betrifft aber vor allem den Bereich der Vorfeldanalyse und der Aufklärung. Ja, das ist genau das, was uns jetzt auf den Kopf fällt. Ich habe damals sofort eine Art Taskforce auch eingerichtet im BVD, das sich mit dem Problem des politischen Islam in Österreich auseinandersetzt, und zwar zunächst einmal anhand von offenen Quellen. Und da gibt es sehr, sehr viele gute Leute, die das ausgezeichnet machen, und die haben auch gute Erfolge zutage gefördert. Ich habe sogar etwas gemacht, was, glaube ich, der Herr Nehammer noch nie gemacht hat. Ich habe diese Leute aus dem BVD in den Ministerrat geholt, wo alle meine Ministerkollegen da waren, habe sie dort diesen Vortrag halten lassen über die Unterwanderungsstrategien des politischen Islam in Österreich, quer durch alle Bereiche, in den Gefängnissen, in den Schulen, das habe ich gemacht und habe ihnen gesagt, passt auf, bevor ihr irgendjemand einen Cent Förderung auszahlt, bevor ihr hergeht, mit irgendjemand auf einer Podiumsdiskussion auftritt, euch gemeinsam fotografieren lasst, lasst diese Leute von denen überprüfen, die das können, damit ihr nicht sozusagen damit ihr nicht der billige Jakob also für diese islamistischen Aktivitäten, das war der erste Schritt. Sie haben recherchiert, dass es in Österreich eine höchst gefährliche Untergrundszene gibt, die in Richtung politischer Islam und Terrorismus aktiv ist. Es hat ja Beamte gegeben, das wussten Sie. Herr Fellner, es hat ja Beamte gegeben, sehr motivierte Beamte, die immer darunter gelitten haben, dass alle diese Bereiche völlig unterentwickelt sind. Aus ganz anderen Gründen, weil das halt eine politische Spielwiese für irgendetwas gewesen ist. So, diese Kräfte waren dann zum Bündeln und das war dann das erste Mal, dass man sich systematisch auch damit auseinandergesetzt hat. Dann habe ich versucht, das Personal dort aufzustocken und die Kräfte
Kräfte für die Observation, das war der weitere wesentliche Punkt, im BVT zu stärken. Das hat alles nur zu Diskussionen geführt, übrigens immer angezündet von den Schwarzen, dort im Apparat. Da werden jetzt irgendwelche Blauen hineingesetzt oder sonst irgendetwas. Man hat versucht, die Notwendigkeit dieses Projekts wegzudrängen, daraus eine Umfärbeaktion zu machen, weil das einzugestehen hätte ja geheißen, das ist alles das Erbe eines jahrelangen schwarzen Versorgens. So, wir hätten es zustande gebracht, Start 1. Juli 2019, jetzt ist Ende 2020 und der Herr Nehammer fängt an darüber nachzudenken, wie man es machen kann. Also das mit 1. Juli 2019 hätten Sie dieses Amt reformieren wollen. Reden wir noch einmal über die Fehler, die vor diesem Attentat passieren, nur ganz kurz. Dann ist er also freigegangen nach 5 Monaten, was ja atemberaubend ist, und wurde einem privaten Deradikalisierungsverein zugeführt. Haben Sie gewusst, dass das in Österreich so funktioniert und dass da ein Privatverein diese potenziellen Gefährder überwachen und betreuen soll, statt eigentlich ein Innenminister? So ist es ja nicht. Erstens einmal war ich immer dafür, dass wir im Bereich der Strafen entsprechend nach oben gehen. Ja? Genau. Und zwar nicht, und das hat die ÖVP auch immer falsch verstanden, nicht durch ein Erhöhen der Höchststrafen, die sind ja relativ hoch, sondern durch ein Hinaufsetzen der Mindeststrafen. Weil dann kommt das liegt nämlich, in diesem Fall dann, bei einem Jahr. Dann kommt so ein Blödsinn nicht heraus, dass jemand wegen Beteiligung an einer terroristischen Organisation so eine geringe Strafe ausfasst. Mhm. Dann haben wir, das war wieder ein freiheitliches Projekt, in ein entsprechendes Sicherheitspaket mit der Regierung hinein verhandelt. Es ist dann nicht mehr zur Umsetzung gekommen, dass es in dem Bereich keine bedingten Haftentlassungen mehr geben darf. Das wäre wichtig gewesen. Das wäre extrem wichtig gewesen. Verhindert so. Von einem vom selbsternannten Retter der Menschenrechte in der schwarz-blauen Regierung, einem gewissen Josef Moser, der sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hat und immer so getan hat, als wäre der Innenminister der Unmensch und er ist dazu angetreten, um die Menschenrechte zu retten. Okay. Ja? So. Aber wissen Sie von diesem Deradikalisierungsverein? War Ihnen das der bekannt? Das ist eine Angelegenheit der Justiz, die fällt nicht in meinem Bereich. Nein. Naja, ist ja für einen Innenminister nicht ganz unwichtig, wenn Gefährder aus einem Gefängnis herausspazieren und eigentlich nicht vom BVT überwacht werden, sondern von einem Privatverein, von ein paar Soziologen. Herr Fellner, ich gehe davon aus, dass zusätzlich zu dieser Bewährungshilfe, wie sich das nennt, ja, wo man sie einmal alle 14 Tage, ja, wo man sie, ja genau, wo man sie alle 14 Tage einmal einen Termin ausmacht und dann erzählt er dort das Blaue vom Himmel, ja, genau. Dass es natürlich zusätzlich dazu eine entsprechende Überwachung seitens des BVT gibt und in dem, Achtung, das ist ja nicht so, das ist nicht so nachgewiesen, dass dieser Herr nicht am Radar des BVT gewesen ist. Das wird erst zu überprüfen sein, denn ich weiß nicht, das, was uns die Herren Nehammer und Ruf in den ersten Stunden und ersten Tagen nach diesem Anschlag erzählt haben, da muss man immer dreimal hinschauen, um zu überprüfen, ob das wirklich stimmt. Sie wissen das ja als Innenminister. Sind in Ihrer Amtszeit sogenannte Gefährder, die also da IS-Krieger waren und dann freigelassen wurden, sind die dann alle lückenlos vom BVT überwacht worden? Also ich gehe davon aus, dass es bei entsprechend gefährlichen Subjekten auch eine Überwachung gegeben hat. Aber noch einmal, wäre ich BVT-Direktor, oder dann wäre ich derjenige, der diese Überwachungseinheiten leitet. Und das können Sie nicht nachvollziehen. Aber dann wissen wir, dass es dieses Dschihadisten-Gipfeltreffen in Wien gegeben hat, diese Sightseeing-Touren, dieses sich gegenseitig kennenlernen, der Schweizer, der Deutschen und der österreichischen IS-Boys, inklusive Sightseeing-Tour und dann ein paar Tage später den versuchten Munitionskauf in der Slowakei. Hm. Spätestens da sind wir uns ja wohl einig, hätten alle Alarmglocken im Innenministerium läuten müssen. Ne? Ja, man kann zumindest nicht mehr die Geschichte aufrechterhalten, dass man sagt, man hat null Informationen. Ich halte das übrigens auch für einen Wahnsinn. Es hat ja auch der Innenminister versucht, da quasi noch einen schwarzen Peter in Richtung der Slowaken zu schieben und zu sagen, das hat alles irgendwie so lange gedauert, statt dass er sich öffentlich hinstellt und sich bedankt. Ja? Ein Innenminister, der sowas macht, der zerstört das Fundament der guten Zusammenarbeit mit anderen Staaten. Also die haben es gewusst.
Man muss sogar noch viel weiter gehen, weil auch eine entsprechende Information beim Bundeskriminalamt eingegangen ist. Das Bundeskriminalamt ist eine Polizeibehörde. In einer Polizeibehörde gibt es eine Anzeigenpflicht. Die hätten diese Information zur Anzeige bringen müssen. Das heißt, der Justiz davon Meldung machen und dann hätte der gegen die Bewährungsauflagen nachweislich verstoßen und wäre wieder hinter Schloss und Riegel gesessen. Und das macht ja so fassungslos. Und das ist ja für mich völlig unverständlich, wie das passieren kann. Da gibt es welche, der Peter Pilz kommt dann gleich, der sagt, das ist deshalb, weil das BVD den Dienstweg beschritten hat und der Dienstweg sorgt halt dafür, dass es versumpert. Ich habe das, das hat mich fast ein bisschen amüsiert. Ich habe das in Zack-Zack gelesen, was ein pflichtbewusster Beamter machen muss. Nämlich gesagt, der pflichtbewusster Beamter, der darf eben nicht zuerst jetzt groß den Minister und quasi intern alle informieren, sondern der müsste sofort zur Justiz gehen. Was hat eigentlich Peter Goldgruber im Zusammenhang mit dem BVD gemacht? Also ich staune über die Wandlung des Peter Pilz, weil er hat dasjenige jetzt als Paradebeispiel eines vorbildhaften Verhaltens eines Beamten herausgeziert, was er beim Peter Goldgruber immer kritisiert hat. Also die einen sagen, das ist versumpert, weil das BVD so einen langen Dienstweg hat und das Ganze praktisch verschlammt hat. Es gibt andere, die sagen, das ist vielleicht absichtlich nicht verfolgt worden, weil dieser junge Mann vielleicht ein V-Mann war. Es gibt zwei Varianten. Was sagen denn Sie dazu? Es gibt zwei Varianten und beide schauen fürs Innenministerium nicht gut aus. Wenn das verschlammt worden ist, dann ist es ein unentschuldbarer Fehler. Keine Kommunikationsbanne, keine Banne. Wenn ich dieses Wort Banne schon höre, ja, dieses verharmlosende Vokabel für den tragischen Tod von vier unschuldigen Menschen. Das ist ja eigentlich der nächste Skandal. So, das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass man tatsächlich versucht hat, hier vielleicht weiter an Hintermänner heranzukommen. Aber wenn ich das mache, Herr Fellner, dann muss ich wissen, wann der schlafen geht, dann muss ich wissen, was der isst, dann muss ich wissen, wie sein Stuhlgang ausschaut, dann muss ich wissen, wie oft er am Tag Wasser könnte lässt. Es auch sein? Das ist dann, und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das das nächste Versagen könnte und auch das es, schaut nicht gut aus. Könnte es auch sein, Herr Kickl, der Sie wahrscheinlich so viel Insiderwissen haben wie niemand anderer, dieses Ministerium betreffend, könnte es auch sein, dass das ein V-Mann war, so wie auch die Ibiza-Täter zu Ihrer Überraschung V-Männer des Innenministeriums des BVD waren? Wir sind hier im Bereich der Spekulation. Ich würde jetzt einmal überhaupt nichts ausschließen. Das Einzige, was man glaube ich, zurückweisen kann, sind die Darstellungen, mit denen der zuständige Ressortminister und der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit am Beginn gearbeitet haben. Die sind alle falsch. Ja? Jetzt muss in andere Richtungen überlegt werden. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, dass der nächste Grund nicht nur die politische Verantwortung der Person Karl Nehammer und seines Generaldirektors für diese Fehlinformation, sondern auch die Frage, wie kann jetzt Aufklärung funktionieren? Und jetzt ist viel die Rede von einer unabhängigen Untersuchungskommission und. Ich sage Ihnen, diese Untersuchungskommission ist zum Scheitern verurteilt, wenn sie nicht an der Spitze des Ressorts, dort, wo sozusagen das politische Interesse jetzt in Form der ÖVP gebündelt ist, und die haben nur ein Interesse, und das heißt vertuschen, wenn ich nicht dort einen Andockpunkt habe, der die Aufklärung von innen her vorantreibt. Und nicht böse sein, das können nicht diejenigen sein, die jetzt alles verbockt haben, seit Tagen versuchen, irgendeinen anderen dafür verantwortlich zu machen und jetzt den großen Aufklärer spielen. Deswegen auch meine Forderung nach einem unabhängigen Innenminister, der natürlich dort auch mit eigenen Leuten arbeiten muss und quasi das Gegenstück für eine Aufklärungskommission sein muss. Weil ansonsten kann die Kommission sagen, wir hätten gerne diese und jene Akten, diese und jene Unterlagen und die ÖVP entscheidet dann dort drinnen, was die bekommen und was nicht. Da kann ich die Aufklärung vergessen. Also, ja, aber so wollen sie es ja machen. Über das reden wir gleich, ob es nicht den U-Ausschuss braucht. Aber zuerst noch die Frage an Sie, bitte. Da steht ja von Seiten des Nehammer immer wieder der Vorwurf im Raum, er hat sozusagen das BVD als total zerstörte Ruine erhalten. Ja? Jetzt bin ich ein bisschen. Fest steht, dort ist ja, glaube ich, ein Viertel der Posten gar nicht besetzt, wenn ich richtig informiert bin. Dort sind die meisten Führungspositionen, wenn dann überhaupt nur interimistisch besetzt, wenn ich richtig informiert bin. Das heißt, dort herrscht ja wirklich Chaos Deluxe. Und wir beide haben ja hier mal in einem Interview nach Ihrer Amtszeit schon gesagt, der liebe Gott möge uns davor bewahren, dass es in Österreich einen Terroranschlag mit diesem BVD gibt, haben Sie selber gesagt. Richtig. Ja? So, also, warum ist das BVD so total kaputt? Und
Warum haben Sie es in so einem, sagen wir, Zustand der Auflösung übergeben? Jetzt kann man sagen, Sie haben es ja nicht übergeben, Sie wurden hinausgefeuert von einem Tag auf den anderen. Ja? Ja, noch einmal, Herr Fellner, weil ich muss schon daran erinnern, dass es, glaube ich, auch Ihr Chefjournalist hier im Haus gewesen ist, der vor einigen Monaten, glaube ich, in einer sehr beeindruckenden Art und Weise auch aufgezeigt hat, was eigentlich im BVD alles im Argen liegt, indem er da ein Dokument des Berner Clubs gezeigt hat, wo sich ja zeigt, man hört es sogar bis auf die Straße wo sich ja zeigt, dass vom Kleinsten bis hinauf in die Führungsebene alles verbockt ist, was nur verbockt sein kann in Wahrheit. So, was kann man dann machen, wenn man als neuer Ressortminister hineinkommt? Man kann einen Reformprozess aufsetzen. Ich habe das nach 4 Monaten getan. Ich glaube, das ist eine, da bin ich sehr, sehr schnell in die... Das heißt, Sie haben sich das 4 Monate angeschaut, dann haben Sie festgestellt, der Verein ist unbrauchbar. Na, schauen Sie, es ist ja nicht so, dass es dort nur Zufriedene gegeben hat, sondern es gibt ja viele Leute im Polizeiapparat, die ganz genau wissen, wo es krankt, aber die einfach nicht zum Zug kommen, weil dort oben, jetzt sage ich einmal, eine schwarze Krake sitzt, der nur eines wichtig ist, dass sie jede Schlüsselposition unter Kontrolle hält, dass man eine geschlossene Gesellschaft dort irgendwo macht, wo nur von außen niemand hineinschauen kann und dann betreibt man dort drinnen, was man für richtig hält. Aber das ist nicht ihren eigenen Nachrichtendienst etabliert. Das ist ein Staat im Staat. Den Vorwurf mache ich nicht den einfachen Beamten. Sie werfen dort der ÖVP vor, dass er sich einen Nachrichtendienst dort, Parteinachrichtendienst das hat ja in Wahrheit auch ein sehr, sehr langer Untersuchungsausschuss so ergeben, dass das eine Spielwiese gewesen ist. Dann gibt es zwar eine parlamentarische Kontrolle für das BVD, den Unterausschuss im Parlament. Wer war dort der Vorsitzende? Ein gewisser Herr Amon. Na, derjenige Herr Amon, der mit Leuten, die unfähig gewesen sind, im BVD bestens verhabert ist. Und so sehen Sie, wie diese Dinge alle zusammenspielen. Und wenn jetzt der Innenminister wiederbleiben kann, mit seiner ganzen schwarzen hohen Beamtenschaft, mit seinem Kabinett, dann wird dieses Spiel so weitergehen. Und das ist das, was mich so aufregt. Und ich verstehe im Übrigen auch nicht, warum der Bundespräsident sich nicht endlich einmal zu Wort meldet. Zu mir hat er gesagt, es wird einen schwarzen Aufpasser auf einen blauen Innenminister brauchen, in der Gestalt von der Frau Edtstadler. Wir haben gesagt, nein, Herr Bundespräsident, es ist umgekehrt. Es braucht einen blauen Aufpasser auf dieses schwarze Innenministerium. Und es zeigt sich, ich habe recht behalten. Sagen Sie mir doch bitte vielmals, Sie fordern den Rücktritt von Nehammer, weil Sie sagen, er ist eigentlich schuld an diesem Attentat. Er trägt die politische Verantwortung. Und jetzt geht es darum, nicht er persönlich ist schuld. Ja, ja, aber er hätte, Herr Schlögl war auch nicht schuld werden müssen. Der Herr Schlögl, die Informationskette hat nicht funktioniert und er trägt dafür die politische Verantwortung. Und wenn der Ressortvorsitzende jetzt Müller-Meyer oder ich weiß nicht, wie heißen würde, dann müsste Müller-Meyer oder sonst jemand zurücktreten, angesichts von 4 Toten. Ich meine, der Herr Schlögl ist auch unter Beschuss gekommen nach dem Tod vom Herrn Omo Fuma, ja, bei einer Abschiebeaktion. Der hat den auch nicht selber im Flugzeug gefesselt und geknebelt. Ja? Also was heißt dann noch politische Verantwortung? Und das Zweite ist, alles, was dort drinnen passiert, dafür ist der Ressortminister zuständig. Wir haben es sogar zuständig gemacht und verantwortlich gemacht für das Rundschreiben eines Pressemitarbeiters und meinen Rücktritt gefordert. Ja? Also jetzt haben wir aber 4 Tote, mehr als 20 Verletzte. Und ein Riesenglück, dass nicht mehr passiert ist, das muss man dazu sagen. So, das ist die politische Verantwortung. Und dann geht es darum, den Weg freizumachen für eine echte Aufklärung. Ja, glaubt denn irgendjemand von denjenigen, die jetzt die ersten Tage nichts anderes getan haben, als zuerst ins Justizressort zu zeigen, zu den Slowaken zu zeigen, zu mir zu sagen, alle sind schuld, nur die ÖVP hat nichts damit zu tun, obwohl sie seit Jahrzehnten dieses Ressort da drinnen dominiert, dass die einen Beitrag zur Aufklärung leisten werden? Das sind die Letzten, die das machen werden. Und deswegen ist auch hier, und jetzt bin ich beim Bundespräsidenten, der Herr auch einmal gefordert, etwas dazu zu sagen und um zu sagen, Freunde, so geht das nicht und ich verlange vom Bundeskanzler den Vorschlag zum Rücktritt, entweder zur Entlassung des Innenministers. Ja, darf ich noch fragen, bevor wir zu Ihren Lösungen für die Zukunft kommen? Sie haben ja noch eine Sache aufgedeckt, die auch sehr dramatisch ist. Sie haben die Behauptung in den Raum gestellt, dass Sie glauben, dass diese Razzia, die für diesen Abend geplant war, Sie sagen, Sie haben Informationen, dass an diesem Abend eine Razzia im IS-Milieu geplant war,
dass die verpfiffen wurde und dass es deshalb vorzeitig zu diesem Attentat kam. Also diese Informationen habe ja nicht nur ich gehabt, das konnte man ja auch in der Zeitung lesen. Aber Herr Fellner, ja, also ich glaube, dass da etwas passiert ist, was dann dazu geführt hat, dass dieser Attentäter wohl anders zugeschlagen hat, als er es vielleicht geplant hatte. Weil, das wäre ja der Super-GAU mit Verlaub. Ja, und da können Sie auch Terrorismusexperten fragen, die Art und Weise, wie dieser Anschlag gemacht wurde, spricht nicht für eine lange und professionelle Vorbereitung. Also der hätte noch viel, viel mehr Schaden anrichten können. Das schaut so ein bisschen aus, wie wenn jemand gewusst hätte, die stehen möglicherweise in ein paar Stunden vor meiner Tür. Ja, wir haben ja heute und ich muss jetzt, Abend, ich muss ja jetzt noch schnell zuschlagen. Wir haben ja gerade jetzt erfahren, ich weiß nicht, ob Sie es auch schon gelesen haben, dass der seine eigene Wohnung verbarrikadiert hatte. Ja, das ist ja auch etwas, was dann eher dafür spricht, dass er irgendwoher einen Zund bekommen hat. Das heißt, Ihre Informationen sind, dass es eine Razzia gegeben hätte an diesem Abend. Sie sagen, deshalb waren ja auch gleich so viele Polizisten im Einsatz aus der Rosauer-Kaserne, weil die dort offenbar auf diesen Einsatz vorbereitet wurden. Und Ihre Informationen sind, dass der Täter davon informiert wurde und daraufhin losgezogen Das ist nicht meine Information, sondern das ist eine Vermutung, die sich aus dem einfachen zeitlichen Zusammenhang ergibt. Ich meine, logisch kombinieren ist nicht verboten. Ne? Ja. Und ich denke, manchmal kommt man sehr weit damit, wenn man einfach eins und eins zusammenzählt. Und das ist meistens zwei und nicht drei, vier oder fünf. Also auch das hätten Sie gerne aufgeklärt. Weil, entschuldigen, das ist ja dramatisch, wenn es in diesem Polizeiapparat Leute gibt, die das an einen potenziellen Attentäter verpfeifen. Herr Fellner, ich würde hier gar nicht so sehr vom Polizeiapparat reden. Da gibt es so viele, die da irgendwo mit drinnen hängen. Da gibt es Übersetzer, da gibt es Dolmetscher. Sie müssen ja wissen, dass diese Kundschaft, mit denen es die Polizei zu tun hat, das sind ja lauter Leute von irgendwoher, auch in diesem Fall. Ja. Ich weiß nicht, mit wie vielen Sprachen man da überhaupt korrespondieren muss und. Das heißt, da hängt überall ein Apparat dahinter. Ja, und dieser Apparat ist natürlich auch ein Gefahrenelement bei all diesen Dingen. So, und jetzt schauen wir nach vorne. Was muss passieren? Es gibt viele, die sagen, es muss ein Untersuchungsausschuss des Parlaments her. Sind Sie auch dieser Meinung? Also ich glaube, es kann sicherlich ein Beitrag sein, das aufzuklären. Er hat wahrscheinlich mit den rechtlichen Möglichkeiten, die ein Urschuss hat, wenn es zum Beispiel um die Frage der Aktenlieferungen geht und so weiter, viel mehr Möglichkeiten als irgendeine sogenannte unabhängige Kommission. Aber dann hätte ich auch einen Vorschlag, nämlich an die SPÖ und an die NEOS. Dann sollen die jetzt den laufenden Untersuchungsausschuss, der sich ohnehin verläuft und der ohnehin irgendwo zerrinnt, ja, dann machen wir da jetzt den Sack zu, beenden wir das und gehen wir sofort mit einem Untersuchungsausschuss zu dieser Terrorsache rein, damit nämlich nicht Monate ins Land gehen, wo diejenigen, die alles vernebeln und vertuschen wollen, in der Zwischenzeit Beweismaterial auf die Seite bringen können. Mit einer eigenartigen Untersuchungskommission. So, zweiter Punkt. Es müssen ja wohl gesetzliche Konsequenzen gezogen werden. Da ist der Herr Bundeskanzler und die Regierung heute im Ministerrat sehr entschieden aufgetreten. Ich glaube, insgesamt 40 Maßnahmen, die Sie wahrscheinlich schon gelesen haben. Sind diese Maßnahmen gut und richtig? Teilweise sind sie alle sozusagen Leitversionen von dem, was Sie teilweise schon gefordert haben. Herr Fellner, ich habe alle 40 noch nicht durchstudiert, aber noch einmal, es gibt einen entscheidenden Punkt. Auch das ist ein Teil einer Vernebelungsstrategie, weil man damit sagen will, es fehlt an irgendwelchen gesetzlichen Grundlagen. In diesem Fall fehlt es an gar nichts, ja? Außer an einer korrekten Vorgangsweise der Behörden. Das muss man mal dazu sagen. Die Gesetzeslage, die wir haben, hätte ausgereicht, um diesen Fall oder um diesen Attentäter aus dem Verkehr zu ziehen. Weil man ihn nach der Slowakei-Geschichte anzeigen hätte müssen. Ja, der war ja auf Bewährung heraus und der hätte sofort wieder hops genommen werden müssen und hinter schwedische Gardinen verbracht. Jetzt da brauche ich gar nichts. Jetzt kommt der zweite Teil. Was brauche ich für die Zukunft? Und da habe ich einiges gelesen. Ich bin ja froh, dass jetzt offensichtlich auch der Groschen gefallen ist, aber fassen wir zusammen, was das heißt. Wenn die Regierung jetzt 40 Punkte präsentiert, dann heißt das doch im Umkehrschluss nur eines, dass das sogenannte Islamgesetz, das sie uns bisher seit dem Jahr 2015, übrigens eine Erfindung eines gewissen Sebastian Kurz mit der jetzigen Integrationsministerin Raab, das war damals seine höchste Beamte, dass das auf gut Deutsch für die Fisch ist. Ja, dass wir mit diesem Islamgesetz, das man uns bis jetzt immer als die Wunderwaffe gegen den politischen Islam verkauft hat, dass man mit dem gar nichts bewirken kann. Das ist einmal die erste Feststellung. Sagen wir seit 5 Jahren.
Und warum? Weil genau diejenigen, die bekämpft werden sollen, nämlich diese islamistischen Gruppierungen, und da gibt es ja nicht nur eine, sondern viele, die haben mitverhandelt bis in die Formulierung des Gesetzestextes hinein. So, und was ist jetzt zu tun? Aus meiner Sicht eine ganz zentrale Forderung: ein Verbotsgesetz gegen den politischen Islam. Das kommt nur als Neben. Das hatten Sie schon im Regierungsabkommen einmal drin. Und die ÖVP hat es verhindert. Und das kommt jetzt nur als einer der Nebenaspekte vor. Aber das ist der entscheidende Punkt. Warum? Weil ich damit bereits das Gutheißen einer Ideologie, das Verherrlichen von islamistischen Anschlägen, das Teilen von irgendwelchen Kopfabschneider-Videos und Ähnlichem unter Strafe stellen kann, wenn ich das beobachte, die Leute in U-Haft nehmen kann und sie mit einer entsprechenden Strafandrohung ausgestattet auch entsprechend lang hinter Schloss und Riegel das bringen heißt, kann. All diese Prediger, um die es jetzt ginge, würden dann in U-Haft oder außer Landes wandern müssen. Das war immer das Problem, dass selbst wenn sie wissen, dass sie dort einen Hassprediger drinnen sitzen haben, wenn sie verstehen, was der dort sagt, und der fordert die Leute zu Gewalttaten auf, dann können sie ihn mit diesem Islamgesetz, das eine völlig hilflose Konstruktion ist, nicht aus dem Verkehr ziehen. Mit dem Gesetz könnten sie es. Also ein Verbotsgesetz gegen den politischen Islam. Lass uns erklären. Das ist ja relativ einfach. Wir haben in einem anderen Bereich ein Verbotsgesetz. Ja? Das hat ganz wenige Paragraphen. Das ist gar nicht so ausführlich, aber trotzdem eine sehr, sehr scharfe Waffe. Das brauche ich nur parallel verschieben. Auf den politischen. Das ist das Verbotsgesetz gegen Wiederbetätigung, neonazistische Wiederbetätigung. Da mache ich eine Parallelverschiebung und mache das Gleiche in Richtung des politischen Islam. Und das versteht ja wirklich kein Mensch, dass man einen Reichsbürger für nichts, sage ich jetzt einmal, dass man den einsperrt über viele, viele Jahre, während man gleichzeitig jemanden, der Mitglied einer terroristischen Organisation ist, zu 22 Monaten verurteilt und dann kommt er noch bedingt raus. Das stimmt ja hinten und vorne nicht mehr. Und ich glaube, dann müsste man gleich auch den verschiedenen Teilen des politischen Islam, die müsste man da alle reinschreiben. Die Muslimbrüder, schreiben wir es doch rein. Ja? Schreiben wir rein, Milli Görres. Das ist ja das Gleiche, nur von einer anderen Fraktion. Schreiben wir doch rein, dass wir ATIP nicht haben wollen. Und da bin ich dann neugierig, inwieweit SPÖ und ÖVP, vor allem auch die ÖVP, hier beweglich also sein werden. Die sind ja unterwandert von diesen Leuten. Verbotsgesetz gegen politischen Islam ist Punkt 1. Die Regierung hat heute gemeint, keine Bewährung mehr für Leute, die nach dem IS-Betätigung verurteilt sind. Es gibt vieles. Man müsste zunächst einmal schauen, dass die Leute, die dort gekämpft haben, nicht ins eigene Land zurückkommen. Das versteht ja kein Mensch, dass wir uns die auch noch ins eigene Land holen. Ja? Ich bin dort gegen Wände gelaufen, weil das angeblich gegen die Menschenrechte verstößt, wenn man die dort ihrer gerechten Strafe zufügt. Für diese Leute habe ich kein Mitleid und ich glaube, da hat niemand ein Mitleid dafür. Also das einmal verhindern. Für diejenigen, die verurteilt werden, so wie wir es im Verbotsgesetz haben, da stehen ordentliche Haftstrafen drauf, dieses ordentliche Strafausmaß. Und dann sage ich Ihnen auch etwas, wenn jemand ein Gefährder ist, dann muss der so lange hinter Schloss und Riegel bleiben, solange diese Gefahr besteht. Das ist nicht unser Problem, das ist sein persönliches Problem. Er ist falsch abgebogen und solange das Risiko besteht, dass von ihm eine große Gefahr für die Bevölkerung ausgeht, muss er der Träger dieses Risikos sein und nicht also die Gesellschaft. Also bis zu lebenslang, wenn es blöd hergeht. Und noch etwas, weil ich das heute gelesen habe mit Fußfesseln, wenn man jetzt zum Einsatz bringen. Für verurteilte aber nur für verurteilte Terroristen, Achtung. Ja, da lachen ja die Hühner. Wissen Sie, wie eine Fußfessel funktioniert? Ja, natürlich. Da kriegt man in der eigenen Wohnung kriegt man ein paar so Meldegeräte rein und dann kann man feststellen, ob sich der Terrorist in der Wohnung befindet oder auch nicht. Und wenn er sich nicht in der Wohnung befindet, findet er sich irgendwo. Das ist ja kein Tracking-System, wo ich genau weiß, wo der ist, sondern der ist dann irgendwo und dann kann man erst recht wieder suchen. Das ist doch ein Irrsinn. Oder es steht drinnen, bessere Zusammenarbeit zwischen BVD und der Justiz. Es gibt schon jetzt die Anzeigepflicht. Das ist ein klassisches Beispiel. Die Anzeigepflicht wäre in diesem Fall schon zur Anwendung gekommen. Da nutzt das Gesetz nichts, wenn es nicht gemacht wird. Ja? Und deswegen muss das Konsequenzen haben. Also BVD Herrn Sauerhoffen, Nehammer muss zurücktreten, U-Ausschuss soll her, BVD-Reform muss schnell kommen
Und der Bundespräsident soll sich endlich zu Wort melden, ja, wenn ich jetzt auf einen Geburtstag Das ist für mich absolut beschämend. Zu welchen Themen der sich in der Vergangenheit schon überall zu Wort gemeldet hat mit irgendwelchen mahnenden Worten. Jetzt lässt er sich von der Regierung belügen und macht nichts. Nehammer-Rücktritt führt kein Jetzt Weg noch vorbei, einmal, das hat nichts mit der Person Nehammer zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass Nehammer jetzt an der Spitze des Innenressorts sitzt. Dort ist das politische Versagen zu verorten und es gehört in seine Amtszeit und in sonst gar keine. Mhm. Und wenn es da keine Konsequenzen mehr gibt, dann weiß ich nicht mehr, was der Begriff der politischen Verantwortung bedeuten soll. Gut, das war Herbert Kickl, Clubobmann der FPÖ. Danke fürs Kommen. Gerne. Immer spannend, mit Ihnen die Interviews zu machen. In ein paar Minuten kommt Caroline Edtstadler und wird uns erklären, wie die Regierung diese Maßnahmen sieht, was sie heute genau im Ministerrat beschlossen hat und was jetzt alles kommen soll an Gesetzen. Vorher aber noch der zweite Enthüller und Aufklärer neben Herbert Kickl vom komplett entgegengesetzten politischen Ufer, das ist Peter Pilz. Und Peter Pilz behauptet, er weiß jetzt genau, was in diesem konkreten Fall im BVT schiefgelaufen ist. Und er sagt, Wolfgang Fellner, ich bringe einen Krimi mit. Also sind wir gespannt auf den Krimi von Peter Pilz zu diesem Attentat in Wien, gleich bei Fellner Live.